willkommen heute zu einer kurzen Talk-and-Play-Challenge. Heute rede ich über The Pirate Bay, während ich Saints Row Bier spiele. Und ja, haben wir mal jetzt ein anderes Spiel gewählt. Jetzt habe ich hier eine Sniper. Nehmen wir mal den hier, will ich mal wieder ausprobieren. Also heute geht es grundsätzlich um The Pirate Bay und die Schließung von Pirate Bay. Hauptsächlich war es eben deswegen, weil die Besitzer von Pirate Bay, sozusagen die Gründer, wurden verhaftet. Und sie waren auch nicht zufrieden mit dieser Website eigentlich schlussendlich, weil es viel zu viele Werbungen gab, die waren nicht gut. Und das Problem war halt mit Pirate Bay, ich habe jetzt das auch nicht ganz so verstanden im Artikel, den ich gelesen habe. Das Problem war mit Pirate Bay, dass sie, es gab halt ein bisschen zu viele Gefahren und es wurde angeblich empfohlen, Netflix und solche Scheiße zu benutzen, also unnötige Scheiße wie Netflix zu benutzen. Was ich euch empfehle ist, zuerst mal möchte ich sagen, ich muss sagen, Pirate Bay ist nicht sicher gewesen, also ist nie 100%, ups, jetzt habe ich den Wagen verschleudert, es war nie 100% sicher. Ich hole mir schnell mal einen Panzer. Und es war nie 100% sicher. Wow, was war das? Irgendwas heftig explodiert. Und lol. Okay, und es war halt nie 100% sicher, also selbst ich mit, ich habe mir auch damals ein paar Sachen runtergeladen und habe nicht genau hingeschaut, wie das kommentiert wurde. Oh lol. Ich glaube, das Teil wollte den Typen totschlagen. Die Ampel, lol. Ich sag mal, ihr habt keine Chance. Frag mich ihr Aliens. Und ja, grundsätzlich war das Problem bei The Pirate Bay, dass Founder, also die Website gegründet haben, die waren unzufrieden. Und es gab halt zu viele Gefahren damals, aber trotzdem, wenn man halt schlau war, dann hat man es ja nicht, hat man sich nicht gerade Viren runtergeladen. Also, und ja, ich finde es schade, dass Pirate Bay runtergegangen ist, weil es war eigentlich nicht so eine schlechte Webseite. Außer die perversen Werbungen dazwischen, aber wenn man Adblocker hatte, dann war das ein Fremdwort. Für die meisten Leute. Und ja, ich finde es einfach schade, dass sie jetzt, so vielen Jahren wieder weg sind von der Bildfläche. Und es gibt halt sehr viele Kopien momentan, sehr viele Proxy-Webseiten sozusagen von Pirate Bay. Und es gibt halt auch so einen Dienst, der nennt sich Open Bay, und da kann man theoretisch seine eigene Pirate Bay-Webseite erstellen. Aber das möchte ich auch irgendwie nicht. Und jetzt kommt dieser blöde Sack, den ich hasse. Den muss ich jetzt bekämpfen. Schnell raus. Weil er killt noch meinen Panzer. Und jetzt muss ich schnell Mode wechseln. So.
müsste ihm sein Schutzschild deaktivieren. Ah, scheiße, falsche Waffe. Nehmen wir mal den Raketenwerfer. Scheiße. Das wird schwierig, den so zu besiegen. Okay. Das schaffe ich irgendwie nicht vielleicht. Machen wir mal hier Super Storm. Und ja, ich finde es einfach schade, dass Pirate Bay jetzt von der Weltfläche verschwunden ist, weil es war keine schlechte Idee. Aber nun ja, ich verstehe es, wenn die Copyright-Leute da immer rumpitchen müssen. Ich hoffe, euch gefällt ein bisschen, wie ich Saints Row zocke. Ich nehme mal den Baseballschläger. Natürlich, glaube ich, erreiche ich nichts mit dem. Jetzt muss ich es aber schaffen. Jetzt muss man sich die Tastenkombinationen. Oh! Nein, ich schaff's nicht. Ja, man muss halt genau richtig diese scheiß Tastenkombination schaffen. Und das drückt manchmal richtig ab. Habe ich noch eine Chance? So, jetzt habe ich es geschafft. So, und jetzt ist er weg. Und was sind hier Leute vom Militär? Was sind die denn hier? Die wundern sich gar nicht, dass hier einer mit einer Knarre rumläuft. Wir fahren hier nur Militärwagen. Oh, der Wagen ist gut. Wieso ist hier überall Militär? Ist das eine Militärzone? Okay, ihr seht, wie ich epic hier Leute anfahre. Und ja, ich hoffe, euch hat das jetzt ein bisschen gefallen, was ich über die Pirate Bay gelabert habe. Und ja, es ist halt nun mal so, dass diese Website runtergenommen wurde. Aber natürlich, wir haben ja noch Kick-Ass, also ihr müsst euch keine. Müsst noch nicht heulen. Und selbst wenn, dann müsst ihr auf torrents.eu, wenn ihr da etwas suchen wollt, das ist wie Google 4 Torrents. Und ja.
Und er findet sicher irgendetwas. Ich weiß nicht, wieso hier überall Militärleute sind. Das heißt, ich muss beschützen, muss ich sagen. Also ich habe fast nichts abbekommen. Das Militär habe ich in diesem Spiel noch nie gesehen, also das ist mal schon mal ein Highlight für diese Folge. Das Teil ist ja auch richtig stabil mit dem ganzen Zeugs dran. Im Vergleich zu den anderen Scheißwagen, die es hier gibt. Ups. Ach, komm jetzt. Steig doch in mir ein. Ja, also ich hoffe, euch hat die Folge bisher gefallen. Ich versuche vielleicht noch mal ein bisschen Saints Row zu machen und ein bisschen, wenn es dann da ist, werde ich natürlich GTA Let's Plays bringen für den PC. Far Cry 4 wird auch ein bisschen mehr wieder nachgeholt und ja, ich hoffe, euch hat jetzt diese kurze Talk and Play Challenge gefallen mit The Pirate Bay als Thema und ja, hoffen wir mal, dass irgendwann die Website wieder dann doch da ist. Und solange gibt mir ein paar Kommentare, ein paar Daumen und ein paar Subs, wäre nicht schlecht und ja, dann wäre ich auch schon ziemlich froh und ja, hoffe ihr schaut die weiteren Folgen von Call of Duty Ghost zum Beispiel oder ihr schaut meine anderen Talk and Play Folgen oder ihr schaut Far Cry 4. Ja, und dann werde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen.